bei dem einen muss ich da erstmal hin. Ich gehe jetzt mal kurz mal hier ein bisschen laufen. Ich will ja doch mal das Emblem hier finden. Es sind ja nur noch 4. Stimmt's? Flaggen, ja. 4 Flaggen. 16 hast du. Also hier war ich schon. Achso. In der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Ach, den muss ich da. Ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet bin ich da schon runtergegangen? Nee, ja. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, da bist du in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle irgendwie das Gefühl und einer neuen Welt. Ja, komm, ich befrag ihn jetzt. Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Also zu einem abgelegenen Ort und dann schlagen. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Spule fort zu aktuelleren Gerichtsabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen, dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen, nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, Alter, ihr.
und erneut das Recht darauf, meine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Wenn nicht. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Jo. Oder? Schwert, neue Waffe, versteckte Klinge. Sie können im Hof trainieren. Ah! Was das Lustige ist, der hat mir jetzt gerade eben gesagt, ich soll nach Damaskus reisen. Ja. 9 killen. Ja. Ja, aber ich soll jetzt erstmal in Damaskus irgend so einen Händler aufsuchen, mich mit dem dann treffen und er darf dann entscheiden, welchen ich hier am besten dann abnippeln lasse. Aber mir fehlen immer noch 4 Teile. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja.
Ja, ich bin halt eben nicht hier fürs Grobe, ich bin hier nur ein... Das Werk eines Meisters. Na komm schon. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. So. Mhm. Aha. Kampf trainieren oder Combo-Kill? Mal kurz. Ich probiere es jetzt noch einfach nochmal. Oh, gleich zwei. Ist das krass? Ja, du kannst ja hier den Kampf. So, du kannst gleichzeitig... Ja.
du kannst dann gleichzeitig halt eben hier noch... gleichzeitig noch schmeißen. Ja. Jo. Okay. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Tutorial verlassen. Ja. Also du kannst gut damit. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Aber wo ist jetzt die andere? Ist da oben noch einer irgendwo? Kommst du da irgendwie hin? Von dort oben kam ich, das sind nur Bogenbützen. Das ist auch Bogenbütze. Naja, vielleicht finde ich sie ja gleich noch. Ja. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Tod. Aber ich würde mal sagen, es wird mal Zeit für den Wechsel. Sind Sie sicher? Ja. Dann machen wir erst ein Päuschen auf jeden Fall. Also wir machen erst ein Päuschen und dann ist das Tastatösenwechsel. Machbar. Bis gleich. So, Tastatösenwechsel vollzogen. Dann, haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. Wollen wir weiterlaufen hier. So. Wir hatten jetzt noch vier von den Flaggen. Vier Flaggen noch, genau. Ja. Die wollen wir natürlich noch finden. Und dann zu unserem Ziel laufen. Ja. Genau. Aber bitte keinen anrempeln. Ich muss gerade mal die Finger auf die richtigen Tasten legen hier. Ja. So, wo könnt ihr Flaggen denn jetzt sein? So, wir sind jetzt hier unten in der Stadt. Mhm. Okay, zoomen wir mal ein bisschen rein. Dann laufen wir doch jetzt mal so ein bisschen zicki-zacki hier rum. Suchen wir mal die restlichen vier Fleckchen. Stuff, glaube ich, eben schon. Mhm.